Der, wie viel haben wir jetzt wirklich? What the fuck, 375. Das ist mal nicht schlecht. Ich muss das ausbetten, das heißt... Okay. Jenlens Zelle... Oh, ah, wir sind in einem Gefängnis oder was? Nee, das schaut aber nicht so aus. Es sieht nicht so aus, aber es scheint besser zu sein. Sieht kinderleicht aus. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunden machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Jetzt braucht es wieder 2 Stunden. So. Das ist eine Schmiederei in einem Gefängnis. Ja, gib's mir. Thank you. So, komm, du Kimmel. Alter, flink ist er. Alter, halten wir aus. Geil wäre es, wenn man ihn hier reinwerfen könnte. Aber ne, will ich das nicht bringen, weil das ist nicht so heiß, schätze ich mal. Oh, ja, doch. Ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Geheimcodes. Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Was? Elisabeth kann Chiffre entschlüsseln, die geheime Vox Populi kann man verbergen. Findet die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Ah, nicht schlecht. Oh, hier wäre ganz viel Salz. Das ist ja also. Mhm. Was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keinen Geruch. Sie behandeln sie. Probier's leise. Aber weil das nie klappt. Oh Gott, wenn das klappt. Auf dass ich dem Eindringling standhalten kann. Ja, man kann hier nicht mal leise erledigen. Ja, nicht. Von hinten nicht, wenn man mit einem Schlag, also das ist schon blöd. Das hier. Eine Behördzelle. Aha. Ich glaube, hier ist eine Shotgun best. Das ist gar kein Shotgun. Sonst hätte ich nicht mehr genommen. Vielleicht. Hier ist was. Hier ist ein Fuck Voxophon. Nehmen wir mal ab. Kommst du wieder. Höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten. Ist das nicht grausam? Dem Weißen Mann eine Picks? Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen, toten Mann zu Picks für einen Schloss. Da steht jetzt geile grausam? Sachen drin, oder? Ja, eine Leiche. Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben. Ist das nicht... Stiefel. Ja, der Stiefel. Warte mal, Ausrüstung anlegen. Wir haben erhöht Stiefel. Der Schaden um 25%. Nimm's. Wir haben zwar schon Stiefel, aber nimm's. Das hört sich nicht schlecht an. Aber verringert den Schaden, wenn man nicht zielt. Oder die eigene Gefolgschaft. Hast du das genommen? Ja, okay. Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Kolumbien? Das ist eine Nadel. Eine Nadel. Das ist die Schule des Herrn. Was ist das denn? Nummer 9. Bitte sehr. Okay, hier ist er. Hä? Das ist ja keine Zelle. Aber man kann dir nicht vorwerfen. Alter, 500 Stunden. Oh, nochmal. Ich weiß, Sadie Fitzroy hat eine Berufung. Doch sie werden merken, dass sich ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Aha, ist mir scheißegal, weil du laberst. Weil du bist ein eindeutiges Arschloch. Das merke ich schon. Das ist ja mal ein krasses Gefängnis, das ist Blut, aber nur wahrscheinlich von einem Menschen. Ja, von den Tigern nicht. Ja. Ach, ich sehe gar nichts. What the fuck, das sieht man echt nichts. Was kommt mir jetzt für eine Scheiße? Nichts, oder? Oh, der ist
tot. Und das ist sicher zu spät. Er. Verdammt. Natürlich. What the fuck. Was hat er gemeint? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. What the fuck? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahn. Diese, ja. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von mir? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hört zu. Und so. Mit dem Lippen erschießen, Alter. Ja, Shen Lin. Und? Langsam wird's peinlich. Alter, fickt euch. Ja, du musst werfen. Man muss ihn etwas anstupsen. Was, werfen? Die Leiche ist weg. Sie war niemals. Ach, die Leiche. Was? Ein anderes Columbia. Was? Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Oh. Jetzt sind die wieder weg. Ich sehe. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Miss F öffnet den Riss, ja super. Also ja, müssen wir ja. Ja. Ich kann diesen Riss jederzeit öffnen. Ja, ist geschehen. Ja, wir müssen. Ja, wir wissen mehr. Okay, ab geht es. Ja, mach. Hallo. Du musst hier hinschauen zum Riss. Okay, jetzt. Okay. Lass mich gehen. Repetiere. Was ist das für eine gute? Keine Leiche. Eine andere Welt, Burkhard. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Oh, wir sind jetzt wirklich ganz anders. Aha, das zweite Columbia. Okay, also Chandler ist ja schon zurück. Und da lebt er. Was zum Geier. Da schreien die Leute auch so herum. Ja, die sind tot und das ist mit. What the fuck? Mit tot sind die nicht. Ne, die hinter. Ne, das sind die. Ne, die hinter uns sind auch nicht tot. Oh Mann, ey. Wie sind das hier für die Scheiße? Was tropft denn hier? Müll oder Fressen oder Fleisch oder was weiß ich. Er ist Müll. Also jetzt, er ist noch nicht in der Zelle. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Aha. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Ja. Diese Männer. Diese zwei leben ich auch. Ich habe sie getötet. Ja. Die waren tot. Und die leben auch wieder. Nicht in dieser Welt. Mann, Mann, Mann. Sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Was zum Teufel? Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran tot zu sein. Und alles tot in Wahrheit. Oh Mann! Hilfe! Danke. Bis ich das mal geteilt hab. Ja, okay, ist ja egal. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. Warte mal. Leichen? Von der ganzen Sache krieg ich Kopfweh.
Das ist mir alles irgendwie zu kompliziert, aber ich werde es vielleicht schon mal begreifen. Im Moment verstehe ich fast nur Bahnhof. Wohin? Zu. Hä? Und jetzt? Ja, ich glaube. So, Doc lieber zurückgehen. Hey, jetzt. Ja. Ja, wir müssen zu seiner Werkstatt. Und die ist hier oben, okay. Oh Mann, ey. Bisschen sehr kompliziert, die ganze, das ganze Ding hier. Hier rein, okay. Oh Gott. Ja, hoch. Okay. Okay, verlassen. Gut. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was könnt ihr euch, frage ich. Eine Kuh kann kein Hilfe sein. Was? Hä? Und warum solltet ihr das wollen? Was soll ich denn? Ja, hoch halt. Mit dem Ding. Ja, danke. Was ist das Pferd da? Nee, also. Und die. Warte mal, kann es sein, dass dieser andere Fette auch lebt? Oder den schießt er so krass? Irgendjemand schießt er so krass. Das Pferd schafft mir nicht so viel heuer. Nee, ich dachte, dass der andere Riese nochmal lebt, aber nee, der ist tot, okay. Aber der ist einfach nicht hier, oder das? Alter, komm, stirb doch! Stirb doch! Hier ist der Schlüssel 10, 9, fertig. Ja, richtig. Komm schon, Krähen, macht was. Schönes Ding. Also ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann legt die Krähen einen nur ab. Ja, kleinsten Schaden werden sie schon machen. Der ist ja den am Punkt gesagt. Ja, wo kommt denn das her? Von oben. Ach, der Kollege, der macht die Mörser. Du Bitch. Alter. 20 Schüsse nicht mehr. Mit dem schaffst du nicht mit der Waffe. Na super. Du hast doch ein MG oder irgendwas hast du ja, oder? Ja, das sind meine zwei. Oh, super. Das kenne ich nicht mal echt. Aber. Alter, dieser Mörderkollege nervt mir. Medipack, ja, brauchen wir jetzt mal nicht. Aber schlecht ist auch nicht. Okay. Brauchen die mir nach? Nein. Aber ich nie. Oh Mann, ey. Boah, dieser Mörser lebt noch immer, der Wichser. Vielen Dank. Für dich eher. Du bist fast down, du bist down. Alter, wer hat das für ein Leben, Alter? Arschloch. Ja, Krähen, ja, mach schon. Komm schon, sehr schön. Alter, der ist immer so krank. Ja, bringt ihm auch nichts.